der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, aus diesem Weg hier, es war ein Bergweg zwischen zwei Bergen, Al-Fajr, wird ein Mann hervortreten, der von den Leuten des Paradieses ist. Daraufhin ist der Mann gekommen und man fragte ihn über sein Tun und Handeln. Und das zeigt eine wichtige Sache, ne? Unabhängig davon, ob dieser Hadith authentisch ist oder nicht, denn es gibt ähnliche Ereignisse unter den Sahaba, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam über eine bestimmte unbekannte Person sagt, sie wird so und so sein. Und dann kommt diese Person und sie versuchen, die Handlung herauszufinden, die Tätigkeiten, die diese Person praktiziert, wegen der sie so und so ist. Das zeigt, dass es fest verankert war im Verständnis der Sahaba, dass das nur durch Handlungen erreicht werden kann. Sahih? Nur durch Taten. Und daher auch, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا الْجَنَّةِ مِنْ غَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ, 70.000 meiner Umma werden in das Paradies eintreten, ohne irgendwelche Strafen oder Abrechnungen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist aufgestanden und in sein Haus gegangen. Die Sahaba, die das gehört haben, haben sich dann unterhalten miteinander, versucht herauszufinden, was der Auslöser dafür war. Und da haben sie einige Möglichkeiten genannt, aber Sinn und Zweck dieser Möglichkeiten ist, dass sie immer gewisse Handlungen genannt haben. Es ist nicht einfach so, dass man einfach sitzt und gewisse Vorzüglichkeiten erlangt. Daher sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch, in Bezug auf manche Leute, die sich von ihrer Herkunft täuschen lassen. Ich weiß, hast du eine Verwandtschaft mit Abu Bakr oder mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Manche denken, das ist für sie etwas, was sie irgendwie erretten kann oder irgendwie für sie von Nutzen sein kann. Aber der Prophet sallallahu sagte, man abta'a bihi amalu, lam yusri' bihi nasabu. Derjenige, dessen Handlungen nur träge sind, träge, also die ihn nicht voranbringen, ihn wird auch sein Nasab, also seine Herkunft, nicht voranbringen. Sie wird auch nicht mit ihm voreilen. Daher sagt er auch so in dem Hadith, im bekannten Hadith, in Sahihain, am Anfang seiner Da'wah, als er die Quraysh, die Araber im Allgemeinen aufgerufen hat, hat er sie zusammengescharrt und sie einzeln allgemein aufgerufen und spezifisch, also mit ihren die einzelnen Stämme. Und da sagte er am Ende des Hadiths, als er Fatima aufrief, er sagte, O Fatima, Tochter Muhammad, la ughni anki min Allahi shay'a, ich kann dir gegen Allah Ta'ala nichts verhelfen. Das heißt, es ist eigentlich das Handeln des Menschen, das ihn weiterbringt oder ihn stehen lässt. Weder deine Herkunft, noch dein Aussehen, noch dein Reichtum, noch dein Ansehen, das alles hat keinen Wert auf der Waagschale. Jedenfalls, als dieser Mann dann kam, wurde er über seine Handlungen gefragt. Man fragte ihn, was ist denn die Tat, die du praktizierst, wegen der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der etwas über dich aussagte. Er sagte, inni la ajidu li ahadin min al-muslimina fi qalbi rishan wa la hasada. Ich fühle und empfinde in meinem Herzen für keinen Muslim irgendwelchen Hasad, also den Neid, noch habe ich betrügerische Gedanken, die ich gegenüber ihnen hege. Also sie durch Listen zu überwältigen oder heimtückisches Verhalten auf den Tisch legen im Umgang mit den Muslimen. Ja, wie gesagt, das ist dieser Hadith ist im Musnad von Ahmed überliefert, aber ich habe mich geirrt. Das ist nicht der Hadith, über den sie sagen, er sei daif. Dieser ist sahih, inshallah.